Bei israelischen Luftangriffen auf das Stadtzentrum von Beirut wurden am Donnerstagabend 18 Menschen getötet und mindestens 92 verwundet, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, bei den Angriffen sei mindestens ein hochrangiges Mitglied der radikal-islamischen Hisbollah ins Visier genommen worden. Ein Name wurde nicht genannt. Das Stadtviertel wurde zuvor nicht von Israel angegriffen und liegt weit entfernt von den südlichen Vororten Beiruts, wo das Hauptquartier der vom Iran unterstützten Hisbollah liegt. Israel äußerte sich bisher noch nicht zu dem Angriff. Allerdings gab die israelische Armee am Donnerstagabend einen erneuten Evakuierungshinweis für die südlichen Vororte heraus.